Mit Stolz berichtete Oberbürgermeister Albrecht Schröter von der Preisverleihung des Mitteldeutschen IQ-Innovationspreises am 10. Juni in Halle. Jena wurde aufgrund der 4 errungenen Auszeichnungen von der IHK-Präsidentin als Innovationshauptstadt Mitteldeutschlands bezeichnet. Mit Stifterpreisen von Jenaer Unternehmen wurden die Enverdis GmbH, die Firma Preisbock und Mitteldeutschlands Gesamtsieger, die Analytik AG, ausgezeichnet. Ihr Erfolgsprojekt war ein Schnelltest zur Erkennung von Krankheitserregern bei Zecken. Den Innovationslokalpreis der Stadt Jena erhielt die MAZ GmbH für eine geregelte RGB-LED-Farblichtsteuerung. Unsere Innovation ist eigentlich vor allem in der Richtung gegeben, dass wir als einzige auf der Welt Sensoren haben, die die Augenempfindlichkeit in einem kleinen IC umsetzt. Und das gibt es so auf der Welt noch nicht. Ja. Die Jenaer Firma hat eine Steuerung zur Farbabstimmung von LEDs entwickelt, die zum Beispiel bei dem Balance des Luce-Projekts zum Einsatz kam. Dort hatten wir im Volkshaus 170 Ballons verschiedener Größen umgesetzt. Und auch dort ging es darum, egal welche Betriebstemperaturen die LEDs haben, dass bei dem Einstellen von einem bestimmten Weißton oder einer bestimmten Farbe alle Ballons auch wirklich gleich aussehen. Und dort war an sich erstmalig auch die Regelung komplett so eingebaut. Einsatzmöglichkeiten können recht vielfältig sein. In der Zukunft wird man die herkömmlichen Lampen durchaus ablösen. Zum Beispiel in Räumlichkeiten, die über keine Fenster verfügen, wird man über LED Farblicht erzeugen können, was Tagesstimmung zum Beispiel nachbildet. Um dort gesundes Licht zum Beispiel, gesundes Arbeitsklima nachzubilden, dass man zum Beispiel Sonnenausgangsstimmung umsetzen kann und damit vielleicht sogar auch den Biorhythmus durchaus zu beeinflussen auch. Beispiel auch ist der Einsatz von unseren Sensoren in einem der großen Flugzeughersteller, den wir auch schon ihr Kabinenlicht über LEDs realisiert haben und dort auch zum Beispiel die Jetlag-Phasen etwas zu verkürzen, indem dort Lichtstimmungen erzeugt werden. Und damit über die Kabinenlänge alle LED-Quellen die gleiche Farbe erzeugen, sitzt unsere Sensorik dort mit drin und sorgt für das richtige und passende Licht. Im Anschluss an die Preisverleihungen entstanden sicher noch viele fruchtbare Gespräche. Klaus Berker von der Analytik AG verriet, dass ein Brainstorming zu einem Joint Venture mit MAZ schon stattgefunden habe. Wieder ein schönes Beispiel für das Funktionieren des Jenaer Netzwerkes.